Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen bei 500 TV. Heute mit besonderen Stuff für euch. Wir let's playen Shadow of the Tomb Raider, den neuesten Teil der Serie, der jetzt gerade gedroppt ist. Und das Ding geht richtig nach vorne, ist kinoreif. Es gefällt mir sehr, sehr gut. Ich hoffe euch auch. Schreibt mir in die Comments, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, ob ihr es besser findet mit oder ohne Webcam, um die Atmosphäre nicht zu zerstören. Und ansonsten lehnt euch zurück und genießt das Ding. Bis dann, Peace. Jonah, hörst du mich? Jonah, ich bin hier. Ich stecke hier irgendwie fest. Ein Felsbrocken hat mich erwischt. Nicht bewegen, ich hole Hilfe. Nein, ich bin direkt hinter Trinity. Ich will keine Aufmerksamkeit erregen. Bin unterwegs. Beeil dich. Oh!
Jo, willkommen Freunde, damit sind wir live drin. Tomb Raider, Legend of the Tomb Raider. It's finally here. Und wir wollen es uns gemeinsam angucken. Heute mal ohne Webcam. Ich dachte, vielleicht ist das mal ganz cool, um die Stimmung hier zu bewahren. Jonah, ich bin draußen. Sei vorsichtig, der Weg hinein ist voller Fallen. Trinity ist noch nicht fertig. Sie beschützen irgendetwas. 6 Wochen und keine Spur, wer die hiesige Trinity-Zelle anführt. Aber die Leute in der Stadt sind sehr aufgeregt, weil zum Tag der Toten ein VIP zu Besuch kommt. Er heißt Dominguez. Sollten wir uns ansehen. Ich versuche den Bubble zu halten, sobald hier geredet wird oder Videosequenzen kommen. Alle hopp! Sportliches Mädel. Komm. So, ich war sehr gehypt auf das Game und bin echt gespannt, was geht. Vor allen Dingen, weil die meine enge Zusammenarbeit auch mit Fans gehabt haben. Fans der Serie, nachdem die letzten Teile ja auch nicht so gut angekommen sind. Drücken Sie einer vorne zu springen. Zack, zack. Und Lara ist in ihrem Element definitiv wieder. Jonah, ich hab's geschafft. Ich bin unterwegs, bin fast da. Tut mir leid, dass ich nicht warten konnte. Sei vorsichtig. So, gucken wir uns den Spaß mal an. Sieht schon mal sehr nice aus hier. Maya-mäßig. Ich glaube, ohne zu spoilern, kann ich easy schon mal sagen, wir werden auch mit den Mayas zu tun haben. Aber dazu später. Lara! Wow! Sieh dir das mal an! Die Recherchen haben sich wohl gelohnt. Jetzt wissen wir, wonach Trinity sucht. Ja, die wollten absolut nicht, dass wir das finden. Zum Glück hatten wir die Notizen deines Vaters. Mhm. Ich habe gesehen, wo der Gang über dir eingebrochen ist. Soll ich mir die Wunde mal ansehen? Nein, es geht schon. Was ist das hier? Mystische Bilder. Die Inschriften bilden eine Art Rätsel. Rosa Fisch. Rosa Fisch? Ein Berg mit silberner Krone. Hier hinten steht ein Datum. Aber ich glaube, da fehlt was. Es wurde anscheinend beschädigt. Vielleicht absichtlich. Wieso macht Trinity das? Normalerweise zerstören sie alles. Nein, ich glaube, der Schaden ist älter. Verwischt hier seine Spuren. Lara! Wir müssen schnell hier weg! Lara! Komm jetzt! Los! Los! Schnell! Komm schon! Deine Hilfe würde ich da drin immer noch Fotos machen. Ja, du wärst noch drin, aber Fotos würdest du nicht machen. Jonah. Hey, willst du dich frisch machen? Wir treffen uns im Café wieder. Angeblich ist Dr. Dominguez heute Abend dort. Klingt gut. Ich beschäftige mich mit dem Rätsel. Mal sehen, was es mit dem Datum auf sich hat. Ja, rosa Fisch, Berg mit silberner Krone. Ich versuche, was rauszufinden. Ach übrigens, in dem Café soll es verdammt gutes Essen geben. Mhm. Ich kenne den Koch. Ach, ich krieg jetzt nichts runter. Was? Nach dieser Aktion? Ich bin am Verhungern. Ich könnte einen Wal verdrücken. Thank you.
ist er. Weißt du schon mehr über Dr. Dominguez? Nicht viel. Er leitet ein paar Ausgrabungen von Trinity. Mein Vater erwähnt ihn in seinem Tagebuch. Mehrere Male. Er ist Experte für präkoloniale Ruinen. Offenbar ist er überall gern gesehen. Er macht viel Gutes für die Stadt. Wie geht's deinem Bein? Jonah, sieh mal. Das Rätsel ist eine Wegbeschreibung. Um die verborgene Stadt zu finden, gehe entlang der Küste nach Süden bis zum rosa Fisch. Dazu habe ich was gefunden. Es gibt rosa Delfine. Die gibt es nur im Amazonas. Es geht weiter. Dann verfolge das Herz der Schlange bis zum Berg mit der silbernen Krone. Und das hier. Das ist die Konstellation Hydra, die Schlange. Dieser Stern ist das Herz. Er steht im Südwesten. Also südwestlich vom Amazonas. Brasilien. Peru. Peru? Okay, das Datum von den Ruinen. Sieh es dir genau an. Es ist beschädigt. Diese Zahl sieht wie eine 13 aus. Aber was, wenn es eigentlich eine 8 ist? Mit Präzession könnte... Präzession. Die Erde ist geneigt, deswegen sieht man die Sterne an verschiedenen Stellen des Horizonts. Besonders wichtig, wenn man bei Nacht navigiert. Okay. Okay. Nach dem Maya-Kalender macht das einen Unterschied von 2000 Jahren aus. Damals deutete das Herz der Schlange genau nach Westen. Also, deswegen Peru und nicht Brasilien. Trinity sucht an der falschen Stelle. Ja, genau. Ich bin ganz sicher, dass der Berg mit der silbernen Krone in Peru ist. Aber es geht noch weiter. Irgendwas mit einem Schlüssel. Die verborgene Stadt. Wonach sucht Trinity dort? Doktor, wir haben etwas gefunden. Wirklich? Das muss ich sehen. Hast du das auch gehört? Mal sehen, wohin er geht. Warte, Moment. Der Ort ist gut bewacht. Sie dürfen uns nicht erkennen. So, los geht's. Trinitys Leute sind bewaffnet. Und sie haben Verstärkung dabei. Ich gehe ihnen aus dem Weg. Es soll nicht so enden wie bei unserer letzten Zelle. Sie wissen, dass wir bei der anderen Stätte waren. So viel zum Thema Freizeit. Wo ist Dominguez hin? Weit kann er nicht sein. Wahrscheinlich irgendwo im Hof. Ja. Sehen wir uns um. Jemand muss etwas wissen. So, Leute, auf zum Berg mit der silbernen Krone. Gut, dass wir uns getarnt haben mit der Maske und der große, unauffällige Samoaner keine Maske trägt. Naja, wir sind ja hier im Untergrund aktiv. Ihr kennt es. Können wir interagieren mit ein paar Leuten. Unglaublich, was? Der Junge hat die Ofrendas getrunken. Oh je, ich war als Kind bestimmt genauso unartig. Kein Grund, ihn zu bestrafen. Das erledigt ganz allein der Tequila. Der Tequila bestraft genug. Muss man schon sagen, sehr nice hier. Wir sind in Mexiko anscheinend. Und es sind die Dias de los Muertos, Tage der Toten. Schau, für meinen Vater. Ich könnte eine für meine Mutter anzünden. Ein Fest, wo einige Mexikaner ihre toten Angehörigen wieder ausgraben, die an Essenstisch sitzen, setzen unter anderem und mit denen nochmal essen und danach wieder eingraben. Richtig dubios, aber kann man mal Jonah, machen. Er ist am Tor. Ich sehe ihn. Danke. Passt auf, dass uns niemand folgt. Ich finde bestimmt einen anderen Weg über die Mauer. Ich kümmere mich um die. Hey Jungs, wie läuft's bei euch? Gut. Hier ist kein Zutritt. Ich habe gehört, hier soll eine richtig heiße Fiesta steigen. Chicas mit Totenkopf-Make-up und so. Habt ihr das auch gehört? Das ist nichts für Touristen. Aber Maria hat mich eingeladen. Kennt ihr sie? Sie ist meine Cousine, meine Abuela. Kommt von hier, auch wenn es nicht so aussieht. Gott segne sie. Ich wollte ihr ein Opfer bringen, oder wie nennt ihr das mit den Decken noch gleich? Aufklärer. Ach, schon gut. Wisst ihr was? Ich sehe ja, ihr Jungs habt zu tun. Ich will euch nicht weiter belästigen. Also, weitermachen. Danke für eure Hilfe. Dank euch sind wir sicher. Bis dann. So, wir sind drin. Und verfolgen mal den dubiosen Dominguez. Vorhin waren keine Wachen am Tor. Dominguez hat Verdacht geschöpft. Estoy entendiendo que sabía sobre devastación y muerte.
Verzeihung. So, wir sneaken uns mal ganz entspannt hier durch. Durch die Menge. Wir sind wohl gerade auf dem Friedhof. Wir gehen mal hier her. Zweifelt niemand an ihrer Führung der Organisation. Da vorne ist er. Vielleicht können wir ihn hier belauschen, unauffällig. Ja, Sir. Wir sind zu allem bereit. Verzeihung. Jonah, Dominguez führt nicht nur diese Zelle. Ich glaube, er ist der Chef von Trinity. Wir müssen vorsichtig sein. Man muss sich immer an Matrix denken. Ja, du hast recht. Wenn ich Trinity höre? Was da? Disculpe, Senorita. Mein Fehler. Nice animiert hier einiges los auf den Straßen, wenn man mal so schaut. Aber wir können auch noch nicht rennen und gar nichts, das wäre wahrscheinlich jetzt auch zu auffällig. Jemand hat an Stätte 1 eine Falle ausgelöst. Wahrscheinlich Croft. Moment. Was ist? Ich will Bestätigung, Commander. Keine Vermutung. Ich sorge für visuelle Bestätigung. Jonah, Sie haben mich vielleicht bemerkt. Ich nehme die Seitengasse. Ich finde einen anderen Weg. Wir müssen hier durch. Doktor, son muchos de esos hombres. Sicherheit geht immer vor. Du bist sehr großzügig, danke. Wir sollten gehen. Viel wissen wir noch nicht. Dieser Dominguez ist aber anscheinend der Boss auch einer Grabräubergesellschaft oder so. Ja. Dominguez, wir sind ja auch Grabräuber, dass Croft hier ist. Du hast das Foto. Weiblich, kaukasisch, Anfang 20. Verstanden? Gut. Und? Sie finden sie. Gut. Ich will, dass niemand hier reinkommt. Wir sind ja solo unterwegs. Aber das werden wir noch rausfinden. Okay, ab geht's, Lara. Oh, was muss dem Kollege hier? Hey, raus aus meinem Büro. Wie bitte? Mach die Tür zu, wenn du gehst. Jawohl. Er hat auch einen Cerveza zu viel anscheinend. Lo siento. Keine Sorge. Lauf. Spiel. Ah, wie an dieser Stätte haben wir noch nie der Menschenfreund. Das ist der Schlüssel zur nächsten Phase. Wenn es das ist, sind wir bereit. Okay, jetzt müssen wir mal ein bisschen krabbeln hier. Es geht ganz ruhig los, Jonah, viel Story, Sie Leute. Sind in der Ausgrabungsstätte. Da ist ein Zaun und am Tor steht eine Wache. Ich finde einen anderen Weg. Jetzt wird's interessant. Ich habe eine gute Beobachtungsposition. Da oben hat uns anscheinend noch nicht gesehen. Ich denke mal, wir gehen hierher. Ah, wir können rennen. So, Einsatzziele werden über Überlebensinstinkt hervorgehoben. Drücken Sie R3. Alles klar, okay. Vorne liegt auch noch was auf dem Boden. Ah, springen wollte ich nicht. Wollten wir mitnehmen. Stoffstücke zum Herstellen von Spezialpfeilen, Molotov-Cocktails, Waffen-Upgrades und Überreste-Outfits, okay. Das werden wir noch früher oder später Doppelstufe rausbekommen. Alles klar, vorbei mit Tarnung jetzt. Gibt's hier Bambule. Hinter diesen Ruinen steht mehr. Eine Maya-Pyramide in so einer Art Höhle. Faszinierend. Okay, irgendwie ist hier Action im Gange. Schauen wir uns das mal an. Mach es doch jetzt nicht noch schlimmer. Im Schatten das Gebiet untersuchen. Das wollen wir doch mal machen. Schuld.
fuck, uninteressant. Wollen wir mal durch dieses alte Abflussrohr hier steppen. Irgendwas geht hier. Warten wir erstmal kurz ab. Wann bist du denn endlich fertig? Wir müssen zurück. Hinrichtung verändern. Okay, mit Dreieck können wir Feinde wegholen. Lautlos. Warte, warte. Ich bin ein Regierungsbeamter. Sehr gut. Ich habe hier eine Aufgabe. Jetzt nicht mehr, Herr Archäologe. Ihr Arbeitsvertrag wurde aufgelöst. Bitte okay, Ellbogen zielen. Erschießen, also die Standardprozedur. Oh yeah, bitter. So kennen wir Lara. Ich finde, Lara haben sie auch sehr gut getroffen. Du arbeitest für Trinity. Was haben die gefunden? Sie haben sehr lange nach dem Eingang des Tempels gesucht. Wir haben ihn gefunden. Ich muss meine Schwester warnen. Sie wird bald hier sein. Weiblich, wie man Jonah, sie kennt, aber nicht zu weiblich. Trinity wollte gerade einen Archäologen töten. Oh Gott. Ich muss das finden, wonach sie suchen. Also zu püppchenmäßig. Hier ist Commander Rogue. Alle Teams bereit machen für Operation Blackout. Schauen wir uns das mal an. Hier können wir was looten. Okay, das gab ein bisschen Stuff. Was genau, kann ich euch jetzt nicht sagen. Irgendwie Fell, Tuch wieder. Ich sollte die Ruinen überprüfen. Was haben wir hier? Okay, damit können wir uns heilen. Kurz mal hier Überlebensinstinkte an und looten, was zu looten gibt. Ich sollte mir diese Ruinen ansehen. Wir müssen erstmal vorsichtig sein. Ja, Lara, wir werden uns die Ruinen, genau, ja moin. Ruinen ansehen. Aber erstmal looten wir das hier weg. So, sehr schön. Ich denke mal, jetzt wird's hier hochgehen, wenn da schon die Schrift an der Wand ist. Let's go! Sehr schön. Ich kenne diese Figur. Das ist X'Chell, die Göttin des Vollmonds. Oh, und das ist Chak'Chell, der Neumond. Da ist eine Inschrift. Chak'Chell. Der Schlüssel liegt jenseits ihres Blickes. Der Schlüssel. Das ist es. Der Eingang muss da unten sein. Totenkopfmäßig. Ich muss da runter. X'Chell und Chak'Chell. Die Kombo des Jahres, Leute. Das sieht so aus, als könnten wir hier klettern. Jo. Drücken Sie X und springen Sie und mit Viereck festhalten. Dann go! Sehr schön. L2 oder R2, okay, um das müsste gehen. Steigen. Der Klassiker. Und mit Kreis landen. Oh. Können wir hier kurz unsere Special-Sicht aktivieren. Überlebensinstinkt, aber so weit war ich nicht. Da vorne müssten wir dran springen Alles können. Alles klar. Ja. Ich liebe das. Hier ist Commander Rogue. Sofort die Stätte sichern. Wenn Dr. Dominguez eintrifft, gehen wir zusammen rein. So, wir springen hier rüber. Boah, unseren Icepick. Lara und ihr Icepick. Das Allround-Werkzeug. So, hier geht's jetzt hier runter. Oh, oh, oh. Das ist schon sehr nice gemacht hier, diese Insellandschaft und alles. Hier gibt es nichts zu holen. Wir müssen erstmal weiter hier rüber. Flüchtig. Das heißt flüchtig, aber. Wow. Okay. Hier können wir einen Doppelsprung wieder machen, anscheinend. Gut getimed sein. Komm. Alle Einheiten bereit machen. Sehr schön. Dr. Dominguez kommt nach unten. Schon sportliches Mädel. Ich muss mich beeilen. Das kann ich schon sagen.
Höhenangst darfst du hier auf jeden Fall nicht haben. Hast verloren. Weiter abseilen. Irgendwas hier. Scheiße! Sieht nicht so aus. Sieht wie Muscheln aus hier. Das sind Muscheln. Ah, alles klar, okay. Ich schaff das. Und dann mit X einfach der Jump. Oh yeah. Die Statue blickt zu dieser Höhle. Okay, hier unten sind wir richtig. Ob wir uns da wieder hinschwingen können. Ausprobieren. Halten Sie L2 oder R2, nutzen Sie L und Schwung zu holen. Ja, ein bisschen mehr Schwung können wir noch gebrauchen hier. Hep! Oh yeah. Oh, ich dachte kurz, wir verrecken hier. Das ist es. Seht euch das rein. Diese Höhle wirkt nicht sehr vertrauenserweckend, muss ich ganz ehrlich eingestehen. Jetzt geht's hier zu den Mayas, Leute. Ich denke, das ist ein ganz guter Cut hier für den ersten Teil. Wir starten direkt hier weiter mit dem zweiten Teil durch. Danach werden wir den dubiosen Dominguez verfolgen, gucken, was sein Syndikat Trinity plant. Und wir werden hier uns in die Untiefen des Maya-Tempels begeben. Also, freut mich, dass ihr da wart. Stay tuned. Bis zum zweiten Teil.